Hallo ihr Lieben, ich habe euch ganz aktuell eine Geschichte zu erzählen. Es ist heute Samstag, der 6. November. Eine Freundin von mir, deren Großmama ist in einem Altersheim in Innsbruck und die wurde heute in der Früh von drei Mitarbeiterinnen des Altersheims dazu genötigt, im absoluten Halbschlaf einen Abstrich für einen PCR-Test zu machen und vor lauter Schreck hat ihr Schließmuskel versagt. Und seitdem ist sie auch eingesperrt, sie darf das Heim nicht mehr verlassen. Aber sie war lustig dann zu diesem Ereignis. Sie hat dann O-Ton dazu gesagt, ich habe kein Mitleid, ich habe halt ins Bett geschissen. Sie seien ja selber schuld, wenn sie so gemein sind zu mir. Das ist auf der einen Seite zwar lustig, dass die Oma einfach so dazu steht, was ihr passiert ist, aber auf der anderen Seite natürlich wieder tragisch, denn sie wird jetzt in ihrem Zimmer eingesperrt und es ist niemand erreichbar, nur der Portier. Es hebt sonst niemand ab. Du hast auch nicht die Möglichkeit, irgendwie jetzt schnell hinzufahren, wenn du in der Steiermark zu Hause bist. Wahrscheinlich werden sie eh die Türen verschließen und wieder ein Tralala machen. Erst am Montag wird man anrufen können beim Land. Und das hat meine Freundin schon einmal gemacht, weil sie die Großmutter schon im ersten Lockdown einsperren wollten. Also, so sieht's aus. Nur weil ein PCR-Test gemacht wird und vielleicht irgendwo jemand positiv ist, wirst du als alter Mensch gegen deinen Willen im Altersheim eingesperrt. Danke.